Guten Tag, Josef und Erka. Tag. Ein Jahr ist schnell vorbei, es ist wieder soweit, Europameisterschaft. Endlauf, Seitenwagenrennen in Hansewinkel. Stimmt, ja. Und Erka ist auch dabei. Und Erka ist sechsfacher Europameister. Und bestehen überhaupt die Chancen für das siebte Mal? Denken gut. Gut. Ja. Mei, bin zuversichtlich. Motor ist sehr gut. Tuner hat gute Arbeit geleistet. Jetzt muss man sehen, ob der Fahrer auch eine gute Arbeit leistet. Ja, denn viele Zuschauer, die möchten eigentlich endlich mal einen anderen Europameister sehen. Hatten noch andere gute Chancen, um hier Europameister zu werden? Naja, aber dann müssen sie erst bei mir vorbei. Das stimmt. Ja. Naja, gut, das steht auf dem Bus, nichts ist unmöglich. Ja, ja. Ja? Das stimmt. Also, vielleicht ist das möglich dann. Ja, das ist immer sehr schwierig zu sagen, aber die anderen versuchen sein Bestes und ich werde mein Bestes wieder geben und müssen wir sehen, wie es wird. Ihr seid mit guten Gefühlen von zu Hause losgeladen hier nach Hassewinkel? Ja. Also die Chancen stehen recht gut? Ja, motiviert sind wir gut. So wie das ganze Jahr ist für mich sehr gut gelaufen, warum soll ich jetzt nicht morgen auch so gut laufen? Ja, an wie viele Rennen diese Saison teilgenommen überhaupt? Oh, das weiß ich aber gar nicht. Schon etliche. Aber auch immer auf dem Treppchen, also fast immer den ersten Platz, ja? Ja, also der schlechteste war heuer Dritter. Wo ist das? Wo ist das gewesen? Das war Bad Hersfeld. Bad Hersfeld? Ja, das war so eine kleine Kollision. Durch das habe ich den Sieg, kann man sagen, verloren. Aber die anderen Platzierungen sind alle sehr gut. Cool. Dein Konkurrent vom letzten Jahr, Tommy Kuhner, ist auch wieder dabei. Nicht nur Tommy Kuhner, sondern auch Karl Keil, der letztes Jahr nicht dabei war, ist auch wieder dabei. Ja, letztes Jahr war halt das, kann man sagen, unter drei Fahrern von den Deutschen ist es ausgefahren worden. Und jetzt ist so, jetzt sind vier Deutsche dabei, jetzt wird das schon ein wenig interessanter, ausgeglichener. Na gut, es gibt noch viel Arbeit von euch, es gibt nachher Training, ja? Ja, heute noch Training, Pflichttraining, morgen geht es dann um 2 Uhr oder 1:30 Uhr geht es dann los. Gut, ich wünsche dir dann viel Erfolg, viel Spaß beim Training, dass alles gut klappt und morgen beim Rennen viel Erfolg und einen schönen Abend heute Abend im Festzelt vielleicht. Ja, vielleicht. Gut, okay. Tschüss, danke schön. Hallo, Thomas. Hallo. Kunert. Ja. Es geht, wie du sagst, hier Sandbahnrennen Hassewinkel Europameisterschaft. Mhm. Und meine Frage ist eigentlich, wie immer, mit was für Gefühlen losgefahren von zu Hause? Ja, eigentlich mit nervösen Gefühlen eigentlich. Aber jetzt haben wir es mit einmal laufen lassen, passt alles, jetzt wollen wir langsam ein bisschen ruhiger. Ja, denn du bist ja Vize-Europameister, letztes Jahr in Berghaupt, hat es leider nicht so gut geklappt. Es war sehr spannend, hat ein Stechen gegeben noch da. Ja. Und im Stechen habt ihr dann ein bisschen Hochstart, einen Cowboystart gehabt und dann ist was gelaufen. Die Schwimmerkammer ist dann auch noch runtergefallen und damit war das Stechen verloren. Ja, aber wie sind die Chancen überhaupt hier dann, die Konkurrenz gegenüber? Ja, also ich glaube, drinnen ist alles und wenn alles klappt, könnte es sein, dass wir es packen. Ja. Allerdings, die Konkurrenz schläft nicht, gell? Nee. Denn du hast schon öfters auch bei anderen Kreisbahnen, bei normalen internationalen Veranstaltungen, auch gegen Josef und Erka gefahren und gute Platzierung gehabt? Ja, also größtenteils haben wir heuer ein bisschen Pech gehabt, aber wenn es geklappt hat, haben wir ihn auch schlagen können. Gut, also heute Nachmittag gibt es Training, dann kann man vielleicht nach dem Training schon ein bisschen mehr sagen dann? Ja, also nach dem Training braucht man eigentlich nicht so großartig sagen möchte, aber wie es laufen soll, weil jeder schaut ein oder zwei Runden, ob sein Motorrad voll läuft und damit wird es wahrscheinlich Ende sein und morgen Abend wird dann das Endresultat wahrscheinlich erst hundertprozentig feststehen, weil passieren kann noch viel. Gut, ich wünsche hier in Hassewinkel viel Erfolg, dass es vielleicht gut klappt für euch, dass ihr, naja, vielleicht der neue Europameister, hier seid ihr dann in Hassewinkel. Ja, wir hoffen es. Gut, du lachst, du strahlst. Ich hoffe, dass du morgen auch lachst und strahlst. Und ich wünsche dir dann, wie gesagt, viel Erfolg hier. Ja, danke schön. Danke schön auch. Hallo, Karl Keil. Hallo Jan. Es geht wieder zur Sache hier. Sandbahnrennen Europameisterschaft für Seitenwagen in Hassewinkel. Letztes Jahr war die nicht dabei. Durch Pech, die Ausscheidung in Parchim. Hat er nicht geschafft und deswegen war er nur Zuschauer im Berghaupt. Das stimmt, ja? Ja, wir haben vorher ein paar Getriebeprobleme gehabt und zwar im Endlauf. Und deswegen waren wir halt nur Dritte und sind halt rausgeflogen.
Diesmal seid ihr dabei, da freuen wir uns alle drüber, denn in Melsung habt ihr euch qualifizieren können, stimmt das? Ja, in Melsung war gut, sag mal, ich wollte auch nicht das Äußerste geben, man hätte normalerweise Melsung gewinnen können, aber ich wollte gar nicht. Also ihr habt das Finale hier locker geschafft, so? Ja, war gut. Ich habe die 4 Vorläufe gewonnen, im Halbfinale waren wir dann Zweite, im Finale waren wir Erste und der Kurve Loch bekommen und dann sind wir halt wieder Zweite, habe ich auch nicht mehr angegriffen, ich wollte gar nicht mehr. Gut, mit was für Gefühlen seid ihr von zu Hause, vom Brombachtal hier nach Haßwinkel gefahren? Also ich sag mal mit guten Gefühlen, so, wir haben die ganze Woche viel gearbeitet, ne? Die Vorschau war kein Rennen, wir haben 4 Motoren topfit, also 2 Gespanne dabei, müsste mal schon in Ordnung sein, alles was so ist. Also es kann losgehen? Ja. Gut. Ist dann das Gespann Kyle Reek, der neue Europameister hier in Haßwinkel? Das wissen wir erst morgen Abend. Aber die Chancen stehen gut? Stehen gut, ja. Gut, obwohl ich habe mit Ondelke gesprochen und auch so mit Kunert und mit Heim. Und die sagen, die Chancen stehen auch gut. Ja, ja, die sagen mal, wir 4, wenn die die Chancen sagen mal haben. Also der neue Europameister ist ein deutsches Gespann? Wahrscheinlich wird es so ausgehen. Wenn alles gut läuft, müsste es so ausgehen. Gut, es gibt nachher Training für euch. Um wie viel Uhr geht es los? Ich glaube, um 2 Uhr geht es los. Ja, gut. Na, ich wünsche dann viel Spaß beim Training und natürlich morgen viel Erfolg. Und vielleicht heute Abend festhält noch viel Spaß. Dankeschön. Dass alles gut klappt. Danke auch. So, guten Tag. Da haben wir auch einen Mann von der Gebrüder Heim. Wie ist der Name bitte? Heim Robert. Robert Heim. Es geht hier, wie du so sagst, Sandbaren hier in Haßwinkel, Europameisterschaft. Und die Gebrüder Heim sind auch dabei, da freuen wir uns alle drüber. Aber meine Frage, wie stehen überhaupt eure Chancen, die Konkurrenz gegenüber? Ja, die Konkurrenz ist sehr groß, also unter den Deutschen zumindest. Ne? Aber wir hoffen, dass wir mit dabei sind in unserem Treppchen. Ja, denn letztes Mal, wo ihr das geschafft habt, auf dem Treppchen dann, Europameister, war in Coindre, in Holland, ja? In Coindre, ja. Mein 3. Platz erreicht und letztes Jahr der 4. Platz in Reichhaupten. Ja, aber in Coindre war ihr doch Vize-Europameister, stimmt das doch? In Coindre war mein Vize-Europameister und in Endrum war mein 3., ja, 91. Genau. So denn da habe ich noch gute Erinnerungen an Coindre, weil die Bahn so schlecht war da. Tief, ja, sehr und tief. Eigentlich, schlammig. Eigentlich müsste da Europameister, ja, da Sieger gewesen sein, stimmt das? Ja, da hat es ein bisschen Probleme mit dem Hans Pagel gegeben, aber sonst. Gut, wo wir hoffen, dass hier in Haßwinkel keine Probleme gibt, dass hier dann, alles flott verläuft. Ja, gute Rennen zeigt Rennen und, sind, genau. Und mit was für Gefühlen seid ihr denn überhaupt von zu Hause losgefahren? Ja, mit guten Gefühlen, da habe ich nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Ja. Denn ihr habt das Finale habt ihr geschafft, von Halbfinale, was in meiner Heimatstadt gefunden hat, stimmt das? Ein Halbfinale in wo war es wieder? In Othusen. Othusen, ja, haben wir die Vorläufe gewonnen, haben alle Läufe gewonnen, Maximum geschrieben. Und ja, und wie war die Bahn überhaupt da? Die Bahn war auch, die sollte normal schön sein, aber die war tief, hat es ganz auch gerechnet vorher. Und die war richtig schlammig auch. Aber ihr habt es locker geschafft? Ja, wir haben es gut geschafft. Denn hat auch gute Startpositionen gehabt. Ja, ich habe den Bericht in der Zeitung gelesen, also ihr habt es gesagt. Und auch die Konkurrenz dann, Kunert war auch da, der hat es auch geschafft. Kunert hat ein Problem, hat einmal in den Stadion müssen, ist er schlecht vom Stadt weggekommen. Sonst. Gut. Kunert ist hier, Heim ist hier, Kyle ist hier und der Kai ist hier. Ja. Und wer wird der neue Europameister? Das kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe es. Kann man nichts versehen, wenn man fertig ist, wenn man sehen, wenn er abgewunken ist. Ne? Gut, aber die Chance steht gut. Ich sage, hoffe ich, dass sie gut stehen, ja. Gut. Es geht nachher los mit Training, ja? Training, ja. Um wie viel Uhr? 14.30 Uhr, glaube ich. Bis 16 Uhr, ja. 16.30 Uhr, hoffentlich ungefähr. Na gut, ich wünsche dir dann viel Spaß auf viel Erfolg heute Nachmittag, dass alles gut klappt. Die Maschinen ausprobieren und morgen mit dem Rennen viel Erfolg. Doch, danke. Und heute haben wir festgehalten auch noch ein bisschen. Ja, wenn du kommst, dann ein bisschen Spaß da. Viel Spaß, ja. Muss halt. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Ich hab geträumt von dir. Ich habe ein Problem, ich sag es meinem Kind. Kann ich dir erklären, dass wir ein Traumpaar sind? Vielleicht wärst du bei sowas anderer Meinung. Ich fliege viel zu hoch, ich bin zu nah am Licht. Ich brauch ne Landebahn, doch die ist nicht in Sicht. Ich bin total verliebt und muss doch schweigen. Viel zu spät und immer wieder lass ich dich dann gehen. Ich kann sowas nicht sagen. Kannst du mich nicht verstehen? Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder
Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir, jetzt bin ich aufgewacht und trau mich nicht zu... Ewald Heim? Nein. Joel Limburg? Ja. Karl Keil? Ja. Nee. Dennis Lachon? Bis jetzt haben wir immer noch einen. Nein, da habe ich. Ja, das stimmt. Kann alles passieren. Ja, alles voll da. Schlimm, doch. Immer da. Haben du Werner gesehen? Ja. Hier im Namen des Motorsportlokals Winkel begrüßen, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Alfons Hagemüller, ich bin hier der Sportleiter des Veranstaltungsclubs und gleichzeitig der Rennleiter dieser Veranstaltung. Ja, I do the translating. If you've got questions, you can ask again. Alfons just introduced him himself here. He's responsible for the club here as a sporting leader here. He wishes you all very welcome and hopes you have a nice and successful weekend. Ich möchte jetzt zunächst erstmal die Offiziellen der Veranstaltung vorstellen. Als erstes den Doch ich sag ganz lieb. Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Du sagst sicher. Spazielein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Wie Ja, der Herr von Ees, Hallo. In Hasewinkel ist Motorradrennen, Seitenwagen. Wir sind gerade gekommen, aber scheint echt viel los zu sein, ne? Sonst habe ich immer einen Parkplatz gekriegt, da stand ich alleine. Ja. Ja, und jetzt bin ich gerade gekommen, also das Wetter lässt zu wünschen übrig, in Detmold hat es geregnet. Aber wie ich das so sehe, wird hier die Sonne durchkommen. Nicht wahr? Das ist nämlich sehr schön. Mein Motorrad läuft auch, ich bin 180 gefahren, weil Elfi ist nicht fertig geworden. So, gucken Sie mal hier. Hier habe ich Zusatzlichter dran, an der Seite, und von vorne müssen Sie die mal begutachten. Das ist nämlich super. Ich habe da so Spaghetti-Stangen dran gemacht. Schön. Und geht auch hier so, mit Abblendlicht geht das auch, ne? wenn Nebel sein sollte und so. Dann kann man besser gucken. Aber was kostet ein Motorrad? Ja, wenn man die gebraucht günstig kriegt, dann habe ich bezahlt 5.800 Mark. Aber man darf nicht da die Zusätze rechnen, was man so da dran gemacht hat, ne? Ja, und auch mit Musik habe ich gesehen, ne? Mit Musik, ja, das ist sehr schön. Also Diebstahl gesichert. Ach, ein bisschen Musik. Mit Musik aber auch. Das geht ganz einfach. Hier habe ich so eine Klappe drüber, falls es regnet, dann so da sind. Das ist für die Autobahn ist das gut. Schön. So bei 120, wenn es nicht windig ist, dann kann man Musik hören. Schön. Ja, und das ist die Elfe, die klopft immer. Die klopft immer, wenn ich zu schnell bin. Dann klopft sie immer auf den Rücken. Gut. Viel Spaß hier in Hasewinkel. Ich darf mich bedanken, dass Sie auch da sind. Es ist super Kassetten, haben Sie gemacht, Herr Jan von Ees. Ja. Das ist super, wenn man ein gutes Fernsehen hat, dann sieht man auch, wer fährt. Gut. Die Kassetten sind super. Gut. Die Enten und vor allen Dingen die Uhren, die sind super. Morgens um 5:45 oder 5:30. Viel Spaß hier. Danke. Ja, danke schön. Wir sehen uns aber an der Rennstrecke, ne? Ja. No!
Wolfgang Majewski, amtierende Vize-Europameister, Stande der Staaten 04, Josef van Delfen und Josef Meijer, die amtierenden Europameister. Einige Eckdaten habe ich da noch für Sie. Mit der Staaten 07 sind jeweils Robert Meijer dabei und mit der Staaten 09, Karl-Marie von Joachim. Eine stolze Erfolgsbilanz. Europameisterschaft 88 waren sie. Europameister Bronzemedaille gab es 89, Silbermedaille 90 und auch 91 gab es die Silbermedaille 85, 86, Bronzemedaille 85, Goldmedaille gab es 88, Silber wieder 99, 91 und Bronze 1992 für Karl Keil und Joachim Riech. Vier Leute mit der Start von 9. Sepp von Bergkamp mit Sepp Meigel im Pantoffel und mit der 3 Vize-Europameister Thomas Ruder mit Wolf Meier bei der Nazi, also jede Beifahrer gewechselt. Strand so weiß wie Schnee, ja
Ja, das wollten wir erleben. Und so stachen wir in See. Dürger, es geht wieder zur Sache hier. San Marino, ja. Hasewinkel, Europameisterschaft für Seitenwagen. Dürger ja lange Jahre selbst aktiv gewesen, daher auch Ahnung. Und meine Frage ist, wer gewinnt morgen? Ist ganz schwer. Motorleistung ist hier gefragt auf der Bahn. Tipp gibt es an für sich nur einer. Und der Ecker ist ganz großer Favorit. Und ich glaube schon, er wird es machen. Obwohl, sind noch andere gute Fahrer hier, wie Tommy Kunert, wie Gebrüder Heim und Kyle Smedrick. Ganz schwierig zu beantworten. Wenn er nicht ausfällt, mischt er voll mit Tommy Kunert. Ja. Abwarte, ich weiß es auch nicht. Gut, wen möchtest du gerne? Das ist mir egal. Egal. Der Bessere soll gewinnen. Gut, ich wünsche dir dann viel Spaß hier in Hasewinkel. Und dass wir alle schöne, spannende Rennen sehen. Danke. Dankeschön. Monika, Kors. Hallo. Hallo. Chefin, bisschen Chefin von MSC Holzwickede. Ja. Wo leider kein Rennen mehr ist. Ja, aber wir hoffen doch. Wir hoffen immer noch. Gut, aber Monika Kors, auch viel Ahnung in Sache Seitenwagen geschehen. Und wer wird morgen hier das Rennen gewinnen? Das ist schwer zu sagen. Ein deutscher Fahrer auf jeden Fall. Das wäre schon eine riesen Überraschung, wenn ein Ausländer da Europameister würde. Ne? Kyle hat eine sehr gute Chance. Heim ist auch gut. Kunert, Van Derker. Sind alle vier gut? Alle vier gut, eben. Gut. Obwohl ich glaube, naja, Van Derker. Van Derker. Gut, morgen ein bisschen alle. Ja. Dankeschön. Gehen wir noch besser auf. Ja, Prost. Schönen guten Tag. Hier im Stand von Bansko Aktuell und ich sehe da schöne T-Shirts von ja, ja. Hasewinkel. Was kosten die bitte? Die Kinder sind 25 und die Große 30 Mark. Und die limitierte gehen... Auflage aber nur. Oh, die gehen alle weg? Es sind nur 20 Kinder und 30 Große, ja. Mehr sind es nicht. Und die gehen mal weg? Die sind heute vielleicht schon weg. Frau Monika Gosch steht mir schwer zu Diensten hier, sind bald alle weg. Na gut, ich wünsche einen guten Umsatz. Dankeschön. Was wird überhaupt am meisten verkauft hier in Hasewinkel? Wird sich zeigen, wenn es regnet, vielleicht Regenschirm. Aber wir hoffen nicht, dass es regnet. So ist es. Ja, Bernd Söger, hallo. Hallo. Es geht hier los, Sandbaren, Europameisterschaft für Seitenwagen. Ja. Und Bernd Söger auch Seitenwagenfahrer. Ja. Aber nämlich Teil am Rennen, sondern Zuschauer. Ich bin Zuschauer, ja. Wie kommt das bitte? Es kommt, ja, letztes Jahr bei der deutschen Meisterschaft, was ja so die Qualifikation für die Europameisterschaft ist, für die Vorläufe, ein bisschen Pech gehabt. Motorisch lief es nicht so gut und darum sind wir da dieses Jahr nicht mit bei. Müssen wir mal zugucken. Gut. Welcher Seitenwagenfahrer, daher auch ein bisschen Ahnung. Wer hat gute Chancen, morgen Europameister zu werden hier? Oh, das ist auf so einer Bahn hier immer schlecht zu sagen. Ne? Das ist eine Vollgasbahn. Es kommt also nur, sage ich mal, auf die Motoren an, ne? Wer gut startet. Ich schätze mal, ist meine persönliche Meinung, dass das irgendwo auf alle Fälle, sage ich mal, wenn nichts passiert, eine Sache zwischen den deutschen Fahrern ist. Und ich sag mal, die vier, die hier vertreten sind, sage ich mal, sind eigentlich alle gut für vordere Plätze. Wobei man natürlich, in der Kreis ist halt immer ein bisschen so die Ausnahme, der ja immer mit optimalem Material überrascht. Obwohl heute im Training, fliegende Runde, 100, 110, ist natürlich hier eine Bombenzeit. Ne? Wenn man bedenkt, was hier im Frühjahr für Zeiten gefahren wurden, die lagen irgendwo so bei 107, 108, ist natürlich schon sehr schnell. Ne? Na gut, morgen ein bisschen was aller. Morgen ein bisschen mehr.
Thank you.
Wir hoffen, dass wir in 5 Minuten beginnen können, dass der letzte Fahrer dann da ist. Also, es warten jetzt noch auf ein paar Fahrer, sind noch nicht alle da, ne? 2 Fahrer fehlen noch. 2 noch. Die sind bestimmt unter der Dusche. Wahrscheinlich, ja. Aber die kommen. Sie kommen auf jeden Fall. Und so lange warten wir noch. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, so darf ich sagen, die Sie hier anlässlich unseres 45. Sandbahnrennens hier nach Hasewinkel gekommen sind, anlässlich des Finales der Europameisterschaft der Seitenwagen, darf ich Sie hier sehr herzlich in unserem Clubheim begrüßen. Ich denke, wir werden hier ein bisschen zusammensitzen können. Wir können gut feiern, die morgige Veranstaltung somit gut auf den Weg bringen und damit alles einen Verlauf nehmen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich darf im Speziellen begrüßen hier unseren Schirmherrn der heutigen Veranstaltung, unseren Herrn Bürgermeister Heinrich Hemker. Er ist begleitet vom Herrn Stadtdirektor der Stadt Hasewinkel, Herrn Reinhard Hase, mit Gattin. Die offiziellen der heutigen Veranstaltung, heutigen und morgigen Veranstaltung, darf ich Ihnen auch einmal kurz vorstellen, das ist der Herr Miroslav Werner aus der Tschechischen Republik. Und der Herr Kjeld Christensen aus Dänemark. Hier weiter für die OMK, Herr Engelbert Wippermann aus Rüdinghausen. Des Weiteren sind unsere Offiziellen, ich glaube, jetzt im Einzelnen durchzugehen, hier anwesend. Ich darf Sie auch hier herzlich begrüßen. Ich darf begrüßen unsere Mitveranstalter, befreundeten Vereine, im Speziellen unsere Freunde aus Mühldorf. Ich darf sehr herzlich begrüßen und am speziellsten wird das ein Anliegen, alle Fahrer und Beifahrer. Denn um Sie geht es morgen ja nun. Sie alle wollen morgen Europameister werden und dazu wünschen wir Ihnen natürlich, dass es gut und unfallfrei läuft und dass Sie mit unserer Bahn und der gesamten Veranstaltung zufrieden sind. Des Weiteren darf ich die Delegationsleiter begrüßen aus Dänemark, aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus England, aus Frankreich und aus Deutschland. Sollte jetzt noch jemand vergessen haben, mich damit einzubeziehen, möchte mich jetzt auch nicht weiter. Und nicht unbedingt nur Statements abgeben. Ich würde danach bitten, den Herrn Bürgermeister als Schirmherr der Veranstaltung ein paar Worte zu Ihnen, an Sie zu richten. Es wird auch weiterhin so sein, das darf ich zur Erläuterung noch kurz sagen, die Offiziellen, die beiden FEM-Delegierten, werden genauso wie die Fahrer mit Gastgeschenken der Stadt Hasewinkel einen Teller bedacht. Des Weiteren werden für alle hier geladenen Gäste nachher drüben bei der Fahrervorstellung Erinnerungsgaben des MSC Hasewinkel in Form eines Bierseidels ausgegeben. Wir möchten uns dann nachher um ca. 21 Uhr dann dort drüben zur Fahrervorstellung und Empfang dann treffen. Das wäre es eigentlich. Ich bedanke mich recht herzlich. Herr Hasewinkel, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen hier. Ich freue mich natürlich und wir sind stolz, dass hier in Hasewinkel ein Finale stattfindet. Das können wir unserem regen Motorsportclub verdanken, mit seinen Aktiven, die immer dabei sind und alles tiptop in Ordnung haben. Deswegen sind wir auch sehr stolz auf unseren Motorsportclub hier. Ich habe eigentlich nur 2 Wünsche, dass morgen das Finale sportlich fair und vor allem ohne Unfall vonstatten geht. Und ich würde mir wünschen, wenn beim nächsten Finale noch mehr aus Osteuropa auch mit dabei wären. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind ja jetzt hier Fahrer und Beifahrer aus, vorhin gesagt, oder nur aus Westeuropa. Ne? Und ich hoffe, Sie verstehen mein Deutsch. Ich kann leider nicht weder Russisch noch Polnisch. Ne? Aber herzlich willkommen, bienvenue, welcome für Sie alle. Schönen Abend. Nummer 2, Herr Luc Deutsche Markers und sein Beifahrer André Gottschalk aus Belgien. Ja.
Danke. Viel Glück. Danke. Als nächstes, bitteschön, Sie starten bei 3 Thomas Kuhnert und Wolfgang Meyer aus Deutschland. Das haben die gestern nicht gehört. Sie dürfen jetzt nach vorne bitten, den Titelverteidiger mit der Startnummer 4, Josef Unterker, mit seinem Beifahrer Josef Feigl. Der bitte. Die werden dafür sorgen, dass er hier bleibt. Ich möchte nach vorne bitten, unsere englischen Freunde mit der Startnummer 5, Brian Palmer, mit Spandanten. Wir gehen jetzt weiter mit der Startnummer 7, deutschen Vertreter Ewald und Robert Heim. Morgen. Ich habe den Hasewinkel nicht vergessen, danke. Des Weiteren haben wir holländische Freunde und Brüder. Wir ehren mit der Startnummer 8 ein niederländisches Team, Roy Limburg und Johann Kluin. Klein. Limburg. Aus. Als nächstes unsere Kapitän, unsere Damen und Herren, Karl Kalb und Joachim Reh. Guten Morgen. Danke. Und? Also, ich kann nicht vergessen, bitte. Unser Norweger ist gespannt, bis wir die Erinnerungsgaben zurücklegen. Sie sind im Moment noch nicht da, wir werden das nachholen. Ansonsten hätten wir hier begrüßt mit der 10 Gott Lunde und Ole Gundersen aus Norwegen. Wir dürfen dann aber bitten, unsere französischen Freunde Jacques Leduc und Thierry Frey aus Frankreich. Kann man das sehen? Wir fahren fort mit der Startnummer 12, der letzte im Felde, danach rangieren die Reservefahrer, die uns natürlich genauso lieb sind, mit der 12 Marco Glorin und Harry Drent aus den Niederlanden. Danke, Frau Glück. Guten Morgen. Als Reservefahrer nehmen wir die Erinnerungsgabe entgegen mit der Startnummer 13, ebenfalls aus den Niederlanden, Karel Ribas und Peter Müller. Dann darf ich zum Schluss noch einen weiteren Teilnehmer, der als Reserve morgen hier fährt, aus Frankreich mit der Startnummer 14, Denis Lachaud und Pascal Lavalier nach vorne bitten. Lavalier. Es ist schwierig, die Leute das Lavalier. Weil das ein Urlaub in Frankreich gebracht hat. Ja. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich beim Herrn Bürgermeister und beim Herrn Stadtdirektor für die schönen und auch originellen Preise zu bedanken, die zur Verfügung gestellt worden sind. Denn mit den Hasewinkler Spöken, Fliegerpralinen kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Sie schmecken gut und weisen auf unser Stadtsymbol den Spökengeger hin. Nochmals herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Somit
da wir, und ich denke mal, das war gut und schnell und nicht, und wir sieht so langatmig, da wir dann das kalte Buffet eröffnen. Ich hoffe, die Musik ist gut, das Bier schmeckt, hoffe ich. Prost, junger Mann. Und wir möchten euch jetzt die EM-Teilnehmer 1993 vorstellen. Ich hoffe, wir haben es geschafft, bis auf eine Ausnahme, die lassen sich im Vorwege entschuldigen. Unsere Sportkameraden aus Norwegen, die haben Getriebeprobleme, sind noch am Basteln. Denen fehlen zwei Zähne im Getriebe, sie wissen immer noch nicht, wo sie geblieben sind. Die seht ihr morgen. Ich hoffe, dass alle anderen da sind. Wir wollen es nicht so ganz offiziell machen, wir sind ja eine Fangemeinde, jeder sagt gut zueinander. Ich heiße also Klaus, bin 35 Jahre jung gewesen, vor 18 Jahren, und möchte euch das Fahrradfeld präsentieren. Zunächst aus Dänemark, also welcome to our Danish riders, Finn Schmidt und Allan Larsen. Allan, du bist der Allan, du bist der Beifahrer, du bist aber das erste Mal in Hasewinkel. Ja, das ist das erste Mal hier. Und der Finn auch? Ja, auch das erste Mal. Und ihr habt euch auch das erste Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert? Ja, dieses Jahr das erste Mal. Wir seid ihr heute Training gefahren, muss ich mal den Fahrer fragen. You had practice today. Wie gefällt euch die Bahn in Hasewinkel? Is the track good or not so good? Oh, it's just very fine. Seht ihr, die Hasewinkler Bahn ist top, sagt er. Ihr seht sie also, Finn Schmidt. Und Allan, all mit Methanol gefahren, wisst ihr ja, umweltfreundlich, hinterlässt ja keine schädlichen Abgase. Das besonders für die Grünen und die Republikaner genannt. Und dieses Methanol, das stellt der Club allen Fahrern kostenlos zur Verfügung. Egal ob die 5, 10, 15 oder 35 Liter verfahren, alles von MSC Hasewinkel. Und hier ist der Präsident des MSC, der hält sich keinen bescheiden im Hintergrund, Hans-Werner Rolf. Hans-Werner, einen kleinen Applaus. So, liebe Fans, wir sind ja international. Wir haben auch ein Spitzengespann aus Belgien. Es sind die schnellsten, die besten und ich glaube auch die einzigen aus Belgien. Luc de Schemaker und André Gottschalk. So, euer Eindruck hier aus Hasewinkel, vor allen Dingen von den Fans. Schaut mal, die Tausenden stehen sie da. Großbritannien vertreten. Zwei ihrer Spitzengespanne sind bei uns. Ich sage,
welcome Brian Palmer and Scott Dunn. Where are you boys? And Kevin Leader and Dick Cartwright. Welcome to Germany. Ich bin ratlos, da muss ich die beiden mal fragen, wer Fahrer und wer Beifahrer ist. Who is the rider and who is the passenger? You're the rider, and your name? Kevin Leid. That's Kevin Leid, and that's the passenger. It's Dick Albright. That's right. Oh, my English is very good. Thank you. Very, very good. Very good track. And I saw your time in practice was very good, and I hope you have a chance for tomorrow for the gold, silver, or bronze medal. I'll be happy with a bronze. Ja, die werden also sehr glücklich sein, wenn sie die Bronzemedaille hier überhaupt kriegen, aber da sind ja noch einige andere davor. Brian Palmer, Scott Dunn, thank you for coming. Wo ist mein Bier? Ich habe einen Frosch am Hals. Ich habe meinen Kollegen Thomas Schiffler noch im Container sitzen an einem Faxgerät. Wir warten nämlich immer noch das Ergebnis aus Inrum von der Grasbahn Europameisterschaft der Solisten. Derweil machen wir aber hier weiter mit niederländischen Spitzen gespannt. Aber Hans-Werner, hast du kein Bier für mich hier oder irgendwie ein Mineralwasser? Das war einer der Heimbrothers, die kommt aber gleich. Oh, das schmeckt besonders gut. Das ist vom amtierenden Europameister. Sepp, du bist aber noch nicht dran. So, hat aber trotzdem gut geschmeckt. Wir machen weiter. Ich sagte, wir waren bei den Niederlanden und eingespannt, das ja schon jahrelang auf den europäischen Grasbahn- und Sandbahnrennen stark vertreten ist. Wir begrüßen und freuen uns auf Marco Glory und Harry Renz. Ich darf dich noch einen Moment zurückhalten. Liebe Fans, wir hatten heute Mittag ein Problem. Der Marco Glory, der war schon um 9 Uhr oder halb 9 angereist und hatte keinen Beifahrer. Den Harry Renz, den hat er nämlich vermisst. Und um 20 nach 1 kam der Harry Drent zur Fahrerbesprechung. Marco, dein Gefühl vorher, bevor der Harry auftauchte? Ich habe ja Jahre mit Erik gefahren, ich war schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? Ah ja, er war schon ein bisschen dran gewöhnt, ja. Erik van Dijk war also nie der Pünktlichste. Harry, wo war dein Problem? Mein Problem war, ich musste heute Morgen erst noch arbeiten. Du musst noch arbeiten bei dem Fahrer? Ganz viel. Ganz viel, warum? Um das gespannt zu finanzieren? Glücklich nein. Glücklich nein, liebe Fans. Und Johann Kling! So, liebe Fans, auch hier ist ein Gespann, was sich ja natürlich Chancen verspricht. Cool, habe ich so richtig gesagt. Cool Lockenburg und Johann Kling! Einen Reserveplatz behaftet. Wir freuen uns auf Ari Ribbers und Peter Mulder. So, ich weiß, ihr sprecht ja auch gut Deutsch. Wie kommt's, dass ihr nur als Reserve heute dabei seid? Wer will antworten? Ein bisschen Glück hat gefehlt. Und wo fehlte das Glück? Vorne Geld. Ja, das Pech aber im nächsten Jahr, wir haben ja 94, 95, 96 immer noch in der Saison. Ihr seid ja jung, beide zusammen, gerade 30 Jahre jung. Oder 31. Letztes Jahr. Für mich ist es letztes Jahr. Letztes Jahr, bitte ich. Und dann, du bist der Fahrer oder der Beifahrer? Fahrer. Fahrer, haben wir wieder eingespannt, weniger, aber die Holländer haben ja Nachwuchs. Nachwuchs, er wird Fahrer werden. Der Peter Mulder wird Fahrer werden. Und hast du auch schon einen Beifahrer für die nächste Saison? Hab ich schon. Hast du schon? Möchtest du den Namen verraten? Alex Schmidt. Ah ja, ich dachte schon Marco Glory. Die sind also die beiden, Ari Ribbers und Peter Mulder. Frankreich morgen was dagegen haben. Und zwar sind das unsere Sportkameraden, die an Meldung schon für Brohre gesagt haben. Wir freuen uns auf Jacques Leduc und Thierry Frau. Mein Französisch ist sehr gut, bloß wenn ich das unter Beweis stellen würde, würden die beiden sich totlachen. Morgen tragen sie die Startnummer 11, Jacques Leduc und Kiri Froh. Dann haben wir noch ein französisches Gespann bei uns, auch das nur auf einem Reserveplatz. Und nun kommen wir natürlich zum absoluten Höhepunkt des heutigen Abends.
Ich darf sagen, ich darf mich verabschieden oder fehlt doch jemand? Ah ja doch, ach, wir haben doch wen vergessen. Wir haben doch wen vergessen. Den amtierenden Vize-Europameister haben wir Ihnen ja noch gar nicht vorgestellt. Den Tommy Kuhnert mit dem Wolfgang Meier. Ich darf ja nur sagen, liebe Freunde. Oh, euer Applaus genießt ihn, bitte. In Stuttgart hier bei uns. Liebe Fans, Sie haben Christoph geachtet, ich habe gesagt, der Vize-Europameister, denn der Wolfgang ist es ja nicht. Er kann es ja in diesem Jahr werden, er kann auch Europameister werden. Tommy, ganz reell deine Chancen. Gold, Silber, Bronze oder Blech? Nee, drin ist alles. Alles? Ich denke schon. Das glaube ich auch. Ich habe selbst hab getippt, es gibt morgen zwei Stecken. Eins auf den Europameisterhaus in Kronkendalje und auf jeden Fall eins der Favoriten des Bammels. Wolfgang, du bist das erste Jahr hier jetzt mit einem Vize-Europameister in Pantoffel. Wie ist das Gefühl? Gut. Gut. Ja. Ganz einfach gesagt. Das ist wunderbar. Wolfgang Meier. Die waren, ja doch mal der Applaus für Konrad Wolfgang. Sie waren schon Vize-Europameister, haben am Europameistertitel schon vor Jahren gekratzt, aber so der ganz große Wurf ist Ihnen noch nicht gelungen. Im letzten Jahr waren Sie früh raus, diesmal sind Sie dabei, die Jüngsten sind Sie auch nicht mehr, aber immer noch hübsch. Wer ist gemeint? Die Heim Brothers, Ewald von Ruhe. Ich habe immer versucht, euch mal zu linken, aber ich möchte mal zusammengezählt euer Alter wissen. Zusammen. Zusammen, ja, rechnen. Ich bin 39. Oh, 75 Jahre. Und ich will rechnen, 75 Jahre Bahnsport stehen hier. Ewald und Robert Heim. Von Anfang an dabei. Ja, wenn ich hier mal übersetzen darf, was der Hans Werner beiden erzählt hat, hat gesagt, ihr müsst ja den Titel nicht unbedingt holen. Aber wenn ihr ihn holt, ist doch schön. Ewald und Robert Heim. Auch nicht gerade mehr die Jüngsten sind sie, aber dennoch immer toll da. Die waren ja schon einmal Europameister. Würde sich natürlich auch gut tun, nach etlichen Jahren mal wieder Europameister zu werden. Wenn er seine Zigarre mal nicht im Mund hat und diese aus ist, dann lebt er nicht mehr. Karl Keil und Joachim Lind. So, liebe Fans, ihr seht ihn ja immer nur mal mit so einem Stummel am Hals. So sieht das Ding original aus. So, und ich kriege ja mal die erste Zigarre mit einem Ende Feuer. Ich hoffe, ich habe mein Feuerzeug bei mir. Jawohl, ganz gutes. Der Rheinmark 99 war Kiefer. Aber Freund, Karl Keil mit Achim Link. Liebe Fans, erinnern Sie sich noch, vor 5 Jahren, 1988, standen Sie hier auf dem Treppchen, Karl Keil und Joachim Link, im Emstal-Stadion in Hasewinkel. Viel Glück für morgen. So, liebe Fans, Sie kennen alle, es gibt das Guinness-Buch der Rekorde. Das Guinness-Buch der Rekorde hat original 1098 Seiten. Seit dem vergangenen Jahr, das stimmt, ich habe sie nachgezählt, mit dem Deckblatt, 1098 Seiten. Seit dem vergangenen Jahr hat es 2 Seiten mehr,
nämlich 1100 Seiten, weil dazu kamen 6 Europameistertitel und kaum gezählte deutsche Meistertitel. Und die kamen nicht von irgendeinem Amerikaner, weder von Kennedy, noch von Ludwig Erhard, noch von Konrad Adenauer, noch von wem auch immer. Die kamen von Sepp und Dirkhoff. Und ihr hattet einen neuen Beifahrer, Sepp. Ich weiß, ich darf es auch mal sagen, ihr hattet irgendwann mal vor Jahren Probleme mit dem Sepp Feigl im Pantoffel. Es soll um Geld gegangen sein, kann ich mir auch bei euch gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist er wieder bei dir im Pantoffel. Sepp Feigl! So, der Sepp hat gesagt, ich darf schon mal eins trinken, bevor ich ihn weiterfrage. Danke, Prost. Prost, liebe Fans. MOI-Karlo-Bier passt nicht zusammen. So, Sepp, du hast starke Konkurrenz mitgebracht. Du hast viele Fans hier. Du hast auch viele Fans, die sagen, es würde ja auch mal die Silbermedaille genügen. Du hast dir heute im Training, so hat man gehört, mein Kollege Tommy Schiffner hat ja gesagt, deinen besten Motor beheizt. Ich weiß aber, du hast ja den Anton Mischler bei dir. Habt ihr das wieder in den Griff bekommen? Ja, der ist jetzt nach Hause gefahren, der Motor. Und ich denke, dass viele wünschen, dass ich mal einen Titel abdrehen würde. Aber ich glaube, so weit wird es noch nicht gehen. Das ist richtig. Du hast aber selbst gesagt, die Hase-Winkler-Bahn ist eine sehr schnelle Bahn. Es entscheiden die Motoren und nicht der Fahrer. Glaubst du das nach dem Training immer noch? Also die Bahn ist rein motorisch gesehen Motorleistung gefragt und ich möchte gerne eine Bahn, wo körperlich ein wenig beansprucht wird. Aber nun hast du ja auch mal die Startposition gewechselt. Ist die Bahn in Hasewinkel fair? Ob du innen startest, in der Mitte oder außen? Ja gut, außen hat man den weiteren Weg zur Kurve. Innen ist besser, aber das ergibt sich morgen. Und welches Wetter wünschst du dir für morgen? Wie wir es nehmen. Wie wir es nehmen. Sonnenschein und Regen in Hasewinkel. Hier sind sie. Der sechsfache Europameister-Titelträger Sepp und Dirkhoff mit Sepp Feigl. So, liebe Fans, das waren sie, unsere Stahlschuhartisten. Möchte ich Ihnen aber einen Mann nicht unterschlagen, der die Fäden alle fest in der Hand hat, ohne den gar nichts läuft. Und er nennt sich einfach so Rennleiter, da sagt man Rennleiter, was ist das einer? Der hat die Leitung des Rennens, aber was dahinter steht, und da haben wir einen jungen Mann. Klein, aber auch hoch, dann Alfons Hagemüller. Yes, sir. Der Rennleiter des MSC Hasewinkel, der Präsident, der zweite Vorsitzende. Und ein weiterer wichtiger Mann, der macht die PR. Sie alle sind hier. Das ist das Team des MSC Hasewinkel. Neben den anderen. Ich sehe die Moni Rolf. Moni, bitte. Wenn ich morgen reinkomme, das erste Mal ein Kaffee. So, sie hat die Fäden in der Hand. Moni hat dich jetzt die Frage, hast du den Comic zu fassen gekriegt? Ja, bitte. Und hast du auch das Ergebnis hier mitgebracht? Das liegt dort hinten für dich auch. Wo bitte? In Rennbüro. Moni, du hast einen netten Ehegatten, den Hans Werner, den schicken wir jetzt eben ans Rennbüro. Der holt uns das Ergebnis und dann möchtest du das selbst für mich tun. Mach ich für dich, ja. Ja, Hans Werner macht es, die Moni bleibt hier. So, liebe Fans, einmal der Applaus hier für die Truppe. Das ist natürlich nur der Rumpfkader. Alle amtlichen, ehrenamtlichen Helfer, die hier sind. Man kann sie gerade alle namentlich nennen. Und vielleicht hat die Kapelle mal einen Push drauf. Und nach dem Push kommt dann das Ergebnis aus Innrum. Thank you.
Morgen, Alfons Sagemüller. Morgen, Jan. Ja, Alfons Sagemüller, Rennleiter hier bei der MSC Hazewinkel. Und Alfons lacht ein wenig. Was ist? Nicht gut? Ja, bitte. Raus. Ganz einfach raus. Ja, Alfons Sagemüller, es geht weiter, eben eine kleine Unterbrechung. Alfons lacht trotzdem ein wenig, obwohl es regnet. Findet das Rennen überhaupt statt? Das ist meine Frage. Ja, das Lachen, das ist Galgenhumor. Ob das Rennen stattfindet, wir hoffen es natürlich auf jeden Fall. Wir müssen mal schauen, wie sich jetzt das Wetter entwickelt, ob wir das Rennen komplett durchziehen können. Vermögen wir wirklich im Moment nicht zu sagen. Wir müssen vielleicht auf das Rahmenprogramm verzichten und nur die LM-Läufe durchziehen. Ein kleiner Moment bitte. Ja. Ja, bitte. Ja, eben. Frau Sagemüller. Oh. Frau Sagemüller, eben einen ganz kurzen Augenblick bitte. Ich bin ganz in Eile. Ja, aber schnell, fertig. Frau Sagemüller, Frau von Alfons Sagemüller. Und Alfons ist im Moment ziemlich aufgeregt, viel Hektik. Das kann man auch verstehen wegen dem Regen. Genau so. Hat er dann überhaupt vergangene Nacht gut geschlafen? Doch, er hat gut geschlafen. Wir waren ja auch spät zu Hause und die Nacht war ja sehr kurz. Und der Tag war anstrengend und von daher hat er gut. Auch gut geruht. Es regnet im Moment. Hört der Regen noch auf heute, bitte? Das wünschen wir uns. Ich denke mal, ich hole dann auch eine Sonnenbrille heraus, das lockt auf. Morgen. Morgen, Jan. Hans-Werner Rolf. Die Sonne scheint. Ja, es war nicht zu erwarten unbedingt, aber du weißt ja, ich bin Daueroptimist und Berufsoptimist und ich denke, die wird uns erhalten bleiben. Es wird einen Renntag geben, der unter, glaube ich, guten Bedingungen heute ablaufen wird. Es sah heute Morgen ja nun wirklich kritisch aus, aber wenn man jetzt so schaut, ich glaube, wir können sogar, wenn es jetzt so bleibt, in einer halben Stunde planmäßig mit dem Training beginnen. Der Bahnmeister sagt also, eine halbe Stunde unter diesen Bedingungen mit Sonne und Wind ist die Bahn befahrbar und dann geht es vorwärts. Also unter Umständen gibt es noch Staub heute Nachmittag? Ah, das wollen wir jetzt mal nicht unbedingt voraussehen, aber ich würde schon hoffen wollen, dass wir auch künstlich noch Wasser auf die Bahn bringen müssen. Gut, wir hoffen, dass das Wetter bleibt so, wie es im Moment ist und dass wir dann nachher anfangen können mit Training und ja, so und das auch vielleicht im Umland gut ist, denn die Rennbesucher, die entscheiden ja nun auch an Ort und Stelle, ob sie zu uns hinkommen und dass wir auch eben einen guten Besuch haben dann. Ja, gut. Wollen wir alle gute Hoffnung bleiben. Das müssen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Jetzt taucht die Frage auf die Bahnbeobachter, die würden vielleicht... Morgen. Morgen. Ihr macht Werbung, Jake, für Mühldorf. Ja. Wir sind von Mühldorf. Ihr seid von Mühldorf. Ja. Gut, da findet da bald, also das dauert nicht mehr lange, in ein paar Wochen, Weltfinale, Langmann-Sandbahnrennen statt. Jo. Ja. Und auch der Altmeister Egon Müller ist auch dabei. Jo. Jawohl. Hat er dann Chancen, um vielleicht bei euch dann wieder Weltmeister zu werden? Der Egon wurde schon einmal Weltmeister in Mühldorf, hat auch die Chance, über Karl Mayer, Philipp Perchet und andere wieder Weltmeister zu werden. Der alte Mann und das Sandbahnmotorrad. Gut, na, ja? Bin gespannt. Gut. Ihr seid hier in Hazewinkel. Im Moment ist wieder Gott sei Dank trocken, die Sonne scheint ein wenig. Wie wird das Wetter überhaupt sein, den ganzen Tag hier? Also, wir haben uns bemüht, nachdem in Bayern momentan heiß ist, schönes Wetter, etwas blauen Himmel mitzubringen und das sehen wir ja jetzt. Gut, na, hoffentlich bleibt das so. Wir wünschen es. Gut, ich wünsche viel Spaß hier in Hazewinkel. Alles danke. Zusammen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Moment eben. Guten Morgen. Morgen, ja. Und ihr seid früh angereist hier in Hazewinkel? Ja. Und wie war das Wetter unterwegs von zu Hause hier nach Hazewinkel? Trocken, da war noch trocken. Aber wenn ihr hier hinkommt, ist es ja am Regnen.
Obwohl im Moment scheint die Sonne. Ja, jetzt im Moment ist Sonnenschein, aber wollen wir mal sehen. Ja, was weiter wird. Wetter bleibt so. Ja, hoffe ich ja. Ja. Stimmt das? Ja, wir wollen bis dahin, ne? Heute Morgen, wie gesagt, zu Hause war es noch trocken, hat es wegfuhren. Woher kommt die weg, bitte? Ja, nee, von Bad Salzdorfen, Herford. Wie viele Kilometer Anreise hier nach Hasewinkel? 60 ungefähr, 60, 70. Also geht das noch. Das ist nicht so weit. Dreiviertel Stunde Fahrt. Gut. Herr Manner, wer wird Europameister hier in Hasewinkel? Wir haben ja Judith und Dirk, aber der Moped kaputt, Motor kaputt. Also, da sind wir ja ein bisschen verschiedene Meinungen. Ich hoffe ein bisschen auf Karl Keil mit Joachim Reek. Ich weiß nicht, wie dem die Bahn liegt. Ja, gestern gut gefahren im Training aber. Ja, wunderbar. Gut. Na gut, es macht Spaß. Ja. Ja. Essen und trinken wir auch. Gut. Alles zusammen, viel Spaß hier. Ja, gerne. Danke. Ja. Gut gesagt, Chef von MSC Berghau, das stimmt ja? Jawohl. Hier ist Seitenwagenrennen, aber bei euch ist auch Seitenwagenrennen, stimmt das auch? Ja, heute ist hier Europafinale. Das, was wir im letzten Jahr hatten. Und uns interessiert natürlich, wer heute Europameister von der Gespanne wird. Ja, und bei euch ist auch Seitenwagenrennen, auch Endlauf, ja? Wir haben bei uns Endlauf Deutscher Bahn Pokal, Seitenwagen. Also für B-Lizenz? B-Lizenz, ja. Gut, haben wir schon ein bisschen Ahnung? Wer hat hier gute Chancen, um neuer Europameister zu werden? Ja, vor allen Dingen die deutschen Fahrer. Wenn ein ausländischer Fahrer gewinnen würde, wäre das eine große Sensation. Ja. Also die meisten, die besten Chancen haben eigentlich Josef und Derka mit Feigl. Ja, ja, sind die Favoriten. Gut, ihr kommt von Berghaupen. Habt ihr schönes Wetter gehabt unterwegs? Ja, wir hatten schönes Wetter so etwa bis Frankfurt. Dann hat es stark geregnet, Sauerlandlinie. Und jetzt ist es wieder besser geworden, wo wir Richtung Hasewinkel gefahren sind. Na gut, wollen wir hoffen, dass das Wetter so bleibt, wie es im Augenblick ist, dass wir alle viel Spaß haben heute. Ja, hoffen wir auch, ja. Gut. Und schöne Rennen, hoffen gut. Wir. Dankeschön. Früher selbst aktiv, Kreisbahnfahrer, Seitenbahnfahrer gewesen, stimmt ja? Ja. Und jetzt Motorenmacher und Tuner von Tommy Kuhne. Ja. Stimmt auch. Ja. Und meine Frage ist eigentlich, bestehen die Chancen überhaupt für Tommy Kuhne die Konkurrenz gegenüber? Es ist so, dass wir also motorisch bestens gerüstet sind und es entscheidet der heutige Tag, ich sage vom Start raus, die lange Sandbahn und wenn das Wetter so bleibt, wird es ein reiner Motorenschlag. Motorenschlag? Ja. Denn gestern ist schon ein Motor kaputt gegangen von Onderka, stimmt das? Das ist richtig, ja, aber es ist nicht nur so, sondern auch wir haben schon Schaden gehabt gestern. Ihr auch schon? Ja. Also? Kleinigkeit zwar, aber es ist so, dass wir den Motor gewechselt haben. Aha. Aber trotzdem bleiben die Chancen gut stehen? Ja, ja, sicher. Wir haben mehrere. Thank you.
sehen, die Geschwindigkeit bei voriger war 73,8. Hallo Detlef von Ferrari. Hallo Jan. Es geht, wie du sagst, hier Sandbaren Harsewinkel. Und ich habe eben Training gesehen. Gut rundgekommen. Stimmt das? Ja, sicher. Im Training probiert man halt noch ein bisschen aus und versucht die bestmögliche Übersetzung zu finden. Aber es ist schon ganz gut gelaufen. Im Rennen müssen wir abwarten, wie es denn da aussieht. Das ist immer ganz was anderes. Also Training und Rennen, das ist schon ein großer Unterschied. Aber die Chancen stehen nach meiner Meinung nicht schlecht für Detlef. Ja, gut. Die Tagesform entscheidet und ich muss mal abwarten, wie das dann da war. Wie die Bahn sich verändert, ob sie so bleibt, ob sie abtrocknet oder ob es gleich anfängt, in Strömen zu gießen. Ich sage mal, am Ende wird abgerechnet, Jan, und dann kann ich dir mehr erzählen heute Abend. Gut, ich wünsche dann trotzdem viel Erfolg hier in Harsewinkel. Dankeschön. Rücken immer näher an, bald geht's los. Aber ich möchte gerne wissen, vergangene Nacht gut geschlafen oder schon mit Gedanken beim Rennen gewesen? Gut geschlafen. Drei Bier getrunken und ins Bett gefallen und geschlafen bis heute Morgen. Gut. Und die Chancen sind nicht schlecht für euch heute? Ja. Ich glaube schon, dass wir gut drauf sind. Gut. Ich wünsche viel Erfolg hier. Danke. Hans, Benno Rolf, we rukken hem neer aan. Ja, is dit langzaam ernst? Ja, aber meine Frage, wie viele Zuschauer sind schätzungsweise hier auf Stadion? Leider bis jetzt so nur ca. 2.500, würde ich sagen. Und das dürfte nicht ganz reichen für unsere Kalkulation. Aber ich hoffe, dass noch einige Zuschauer kommen werden. Die kommen ja auch erfahrungsgemäß immer etwas später. Ja, denn ich war gerade an der Kasse und da stehen die Leute Schlange. Ja? Ja. Das freut mich zu hören dabei. Ja. Also viele kommen noch. Ja, um 3.000 wären wir zufrieden. Bei 4.000 wären wir natürlich total glücklich. Gut, es geht los. Es geht los. Wir werden heute sicherlich spannende und dramatische Kämpfe erleben und das Liebe Gäste,
zum 45. ADAC-Sandbahnrennen hier in Hasenwinkel, dem Europameisterschaftsfinale für Seitenwagen, heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß geht an den Schirmherrn der heutigen Veranstaltung, an den Herrn Bürgermeister unseres Clubs, Rennleiter Alfons Sagemüller. Als Vorher-Klagen-Sportkommissar fungiert Herr Engelbert Liebermann aus Rüdinghausen. Wir begrüßen hier die NWF-Technik-Durchführer Wilson Gerhard aus Rüdinghausen, Karl Meister und Karl Potten aus Hagen-Winkel. Mein besonderer weiterer Gruß gilt sämtlichen Offiziellen, allen Helfern, die diese Veranstaltung mit organisiert haben. Der FC Hagen-Winkel ist sehr stolz, dass wir dieses Finale hier im Emsland-Stadion austragen dürfen. Und ich glaube, dass wir hier einen Wettbewerb sehen werden, der diese Anlage verdient hat. Der gesamte Fahrzeug ist jetzt gespannt. Fischfeld von Erlangen. Dann die Leute auf und mal hier. Und auf die Welle. Die Skihacker von Andi Nockerl. Ja, gut, ne? Und sehen wir auch die Wolken zu Reinhardt an Scott Dunn. And also zu Kevin und Nick Vorderberg. Beide aus Europa jetzt. Wir grüßen die Ex-Teams der Europameister wieder mal Deutschland, die Heimwahler Ewald und Robert. Aus den Niederlanden wollen wir uns nach Braunigung und Johannes Frieden. Wollen wir uns die Ex-Volkmeister Klaus Kalil und Joachim Reh. Aus Norwegen sind so viele Mann Kurt Lunde und Kohle Gunnarsen. Aus Hamburg. Jacques Deluc und Yves Nord. Wir kennen dich aus den Niederlanden, Marco Dori und Harry Hemp. Und hier in Hamburg sind Harvey Hibbert, Peter Wohler. Da sehen wir noch mit den Blumen nicht zusammen. Na, oder sind es ausgegangen, ob ihr nicht? Merci. Und der Postpokale unserer Internationalen, die Wettbewerbsten, und wir freuen uns auf Detlef Konradi. Klaus, Peter, Germann und Junior. Dann haben wir einen Jansen bei uns, der ja sicherlich in den nächsten Jahren noch gesagt sei, in Wolfsburg der amtierende Vorstadtpokalmeister Robert Hesser. Von seiner Verletzung, die er sich im Marienbad beim WM-Semifinale zugezogen hat, Gott sei Dank wieder gelesen, Uwe Hesser. Hast du mir gesagt, 45 PT soll ich da schon machen? Ja. Also da kannst du nachher mal, da kannst du ein bisschen durchlesen, wie war das schon redigieren. Und dann habe ich fertig 69 noch PT Geschichte mit dem Josef Feigl über den Bahnfahrer, ja, den wir gesprochen haben. Mhm. Dann haben wir noch 44 ausstehende diese Extra-Geschichte. Ich habe gedacht, dann wäre mal so, aus der Fahrt ist doch der Klaus-Peter, hallo Jan, der Klaus-Peter Gerdemann. We'll be right back.
Ersten. Ich erwähnte es ja mit dem vierten Platz von Joachim Kugelmann. Neuer Glasbahn-Europameister wurde der Engländer Richard Massen. Vize-Europameister der Niederländer Paul Ellens. Die Bronzemedaille ging nach Italien an Armando Dal Chile. Vierter wurde der schon genannte Joachim Kugelmann. Auf Rang 5 Rennen und den Fahrern Hals- und Beinbruch zu wünschen. Der Hinweis, Sie wissen ja alle, es findet ja am letzten Septemberwochenende die Langbahn-Weltmeisterschaft ebenfalls in Deutschland statt. Nach der Speedway-Weltmeisterschaft am nächsten Wochenende auch die Langbahn-Weltmeisterschaft in Mühldorf. Und nach der Veranstaltung können Sie also nach der Pressekonferenz Karten sich schon besorgen für dieses Weltfinale in Mühldorf. Wer dort alles dabei sein wird, das werde ich Ihnen später noch nennen. Auf jeden Fall ja Karl Mayer, Gerd Riss, Igor Müller, Marcel Gerhardt, wer da noch bei ist, kommen wir später zu. Da gibt es original WM-T-Shirts schon und vor allen Dingen die Preise. Die Preise, die können sich sehen lassen. Deutscher Sicht.
Jule, Gelb, Ewald und Robert Heim. In der Helmfarbe Gelb, jetzt qualifiziert Ewald und Robert Heim, Weg berühren des Startbandes. Und wir bitten den Ersatzfahrer, bitte das Reservegespann oder einzelne Reservegespanne umgehend auf die Bahn. Excluded for Tick-Touching, the Rider and Yellow Black, Ewald und Robert Heim. Die Klappberührung sind qualifiziert, Ewald und Robert Heim. Und wir warten das Reservegespann aus den Niederlanden, Ari Rivers und Peter Mulder. Ja, liebe Fans, das kann möglicherweise schon den Titel gekostet haben. Pech natürlich für unsere Heimbrothers, für Ewald und Robert Heim. Haben sich die Startnummern 27. Gilt auch für Frank Lauke. Der Start vor 90.
ja, der Moment noch den Rennen bleibt in der Hand der NBM Führende, aber es wird ein klarer Laufsieg für Martin Stücke. Die ersten 5 Punkte also für Martin Stücke. Thank you.
weiter geht es mit den Rennen 4. Wolfgang Mayer weiter dabei mit 4 Punkten. Jacques de Coutier-Ripo am Rennen und nach Thomas Kuhnert, Wolfgang Mayer, Ewald und Robert Heim, Jacques Leduc, Thierry Faux, Kurt Lunde, Ole Gundersen und Kevin Leder und Dick Aldroyd. Und wir brauchen wieder auch unser Gesetz 18. Ja, damit ist natürlich die
Vier Punkte für die Stadt Hamburg. 29 an den Vorhang von Nico Jamuska. Als die einzige Platz an den Vorkämpfen. Vier Punkte für die Mario, nicht weglaufen. Ja. Hey, ja. Wird dann Keil bei Joachim Reck Europameister. Also ich denke, dass sie ganz gute Chancen haben, aber wie es ausgeht, sehen wir heute Abend. Ne? Ich ja. denke, die fahren ganz gut mit. Ihr müsst noch ein paar Rennen auf die Bahn. Ja, ja, zweimal. Gut, viel Erfolg. Danke. Bye.
Thank you.
Königstraße 27. Lässt sich natürlich die Mutter nicht verwunden, lässt sich immer gleich dann mit dem Titelverteidiger.
Schlussattacke Brian Palmer und Goddard. Yeah.
Be careful where you look. Have they got some up and pump, what do you mean? No. First semi-final, Ray. Yeah, but you want a screwdriver and everything. Here, there is. No, yeah. You have them? No, no, yes. Yeah, we need. No,
Der Holzkranz
Nasenwinkel gibt es keinen. Der hat den ersten Kitzel, liebe Fans. Höchste Anspannung, höchste Konzentration. Recht herzlich und hoffe, dass wir nächstes Jahr so weitermachen. Und vielen Dank für meine treue Fans. So, nun gebe ich ab zu meinem Kollegen Thomas Schäffner, der jetzt die Pressekonferenz leiten wird. Thomas, schönen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir sehen uns nächstes Wochenende. Pocking. Thank you.
und Herren, liebe Fans, von mir nochmal herzlich willkommen zur ersten öffentlichen Pressekonferenz des MSC Hasewinkel anlässlich dieses Europameisterschaftsendlaufes. Ich denke, es ist eine gute Idee, dass der Verein Sie alle hier an dieser Veranstaltung teilhaben lässt. Zunächst auch von mir meine Glückwünsche an die drei erstplatzierten Fahrer und das erste Wort gebührt natürlich den neuen Europameistern Karl Keil und Joachim Reg. Ich hab's also bis auf die letzten Meter nicht geglaubt und es war ja auch wahnsinnig spannend. Ich glaube, es war überhaupt eines der spannendsten Rennen, das es je gegeben hat. Karl, es lief gut für dich, aber ein Onderka als Gegner, auch ein Kunet als Gegner, da weiß man, da entscheidet wirklich erst der letzte Lauf und da auf die letzten Meter. Was waren deine Gefühle, deine Gedanken im Endlauf und auf den letzten Metern? Ich meine, Onderka ist zu weit innegefahren, das habe ich alles nutzen können. Und da habe ich halt Meter gut gemacht, weil der ist ein bisschen weggeflogen und wir haben halt außen die Meter genutzt. Und war zufrieden damit. Ja, Karl, du hast im Vorfeld dieses Rennens, als ich dich gefragt habe und zur Presse immer wieder gesagt, nachdem ihr ja im letzten Jahr euch gar nicht für den Endlauf qualifizieren konntet, wir kommen wieder, wir sind bald wieder da. Die ersten Rennen der Saison sind nicht sehr gut für euch verlaufen und ihr habt immer wieder darauf hingewiesen, wir haben noch gute Motoren in der Werkstatt und wir werden in Hasewinkel wieder ganz vorne sein. Woher habt ihr diese Zuversicht genommen? Woher habt ihr gewusst, dass ihr wieder hier ganz vorne sein könnt? Wir haben im Frühjahr ein bisschen mit Problemen gehabt mit Java. Die haben uns Knuckel gemacht. Wir haben bestimmt 20 Stück probiert und das ist immer in die Hose gegangen. Und bis vor 4 Wochen sowas haben wir noch einen 6 gebaut und das ist wesentlich besser gegangen, die ganze Sache. Und die letzten 14 Tage haben wir auch nur gearbeitet an Motoren. Ja, dann wollen wir auch den Beifahrer mal zu Wort kommen lassen. Karl Keil und Joachim Reg, die beiden, Joachim, wie lange fahrt ihr eigentlich schon zusammen? Seit 1981, mit einer kurzen Unterbrechung für den Jahr. Also praktisch ist das schon die 13. Saison und diese Stabilität, andere Gespanne haben ja immer wieder den Beifahrer gewechselt. Ist das auch ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg heute? Zunächst mal Prost euch allen. Für euch beide ein ganz neues Gefühl eigentlich. Josef Onderka, rechts neben mir, von Ihnen aus gesehen links, war schon 6-mal Europameister, hatte hier den Titel zu verteidigen. Und eigentlich in der Entscheidung um den Titel hat sicherlich den Ausschlag gegeben, dieser Plattfuß, wo ihr ausgefahren seid. Ihr habt wohl noch 3 Punkte bekommen, aber 3 Punkte, das waren natürlich im Prinzip 2 Punkte zu wenig. Ich muss sagen, wir haben logistische Probleme gehabt mit dem Motor, der ist uns kaputt gegangen. Der Anton ist hochgefahren und hergerichtet und im ersten Endlauf habe ich wieder gemerkt, dass er Kompression verliert, also von der Leistung her habe ich wieder Minus gehabt. Und die ganze Bahn, ich habe herausgesehen, dass das nicht mehr Bahn wird. Also das ist mir zu flach und also nicht mehr Milieu. Also hat es wirklich an der Bahn gelegen oder war das vielleicht auch ein bisschen psychologisch bedingt, dass du schon hierher gekommen bist mit der Einstellung auf dieser Bahn, habe ich eigentlich Schwierigkeiten? Nein, bin nicht, weil man denkt, ich kann nicht ohne Europameister werden. Und die haben mich abgefunden, aber vielleicht ist es gut, dann kann ich nichts zu einem Karl besser jung. Ist er der Gejagte, weil ich machen erst bis nächste Lauf. Der Josef Onderka ist eigentlich noch recht jung, 28 oder noch jünger. 29 trotzdem jung, schon 6-mal Europameister. Und kann ich deinen Worten, die du eben gesagt hast, entnehmen, dass du auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit dabei wirst und dabei sein wirst und einen neuen Anlauf auf den Titel nehmen wirst? Ja, mit Sicherheit. Und die Frage an den Sepp Feigl auch, der auch schon Europameister war mit Josef Onderka, auch schon vorher einmal Europameister war. Ich glaube, zusammenbleiben und bist du nun sehr enttäuscht oder eher doch zufrieden mit dem zweiten Platz? Nee, ich bin auch zufrieden, weil, was der Sepp schon gesagt hat, das hat mit dem Motor hat das gestimmt. Es hat die Leistung nachgelassen und die Bahn ist jetzt, da haben wir geführt vom Stadtrat, haben wir souverän gefahren und da hat irgendwie auch von der Motorenleistung her keine Leistung mehr gebracht und dadurch hat uns der Tommy überholt und die Bahn war glatt. Also, was willst du noch machen? Ja, nochmal, das jetzt zu werden, im letzten Jahr sind Sie ganz knapp an Josef Onderka gescheitert im Stechen. Also der Fahrer Thomas Kuhnert war ja damals noch mit Josef Fein, der heute bei
Josef und Bertha im Beiwagen sitzt, und für Wolfgang Mayer war es ohnehin das erste EM-Finale. Ja, dieses Jahr wolltet ihr es packen, Thomas, Tommy, und es hätte ja auch gelangt bis zu diesem Ausfall. Also ich kann mir vorstellen, dass für euch eine Welt zusammengebrochen ist. Was ist in euch vorgegangen und was war überhaupt die Ursache für den Ausfall? Ja, also die Ursache war, der Motor hat einen Fresser gehabt und damit also keine Leistung mehr, ich nicht mehr glaube. Was in uns vorgeht, das kann sich jeder wahrscheinlich daran denken, es geht wahrscheinlich viele Fans von uns genauso. Von uns, meine Frau und meine Mutter. Ich hätte ehrlich gesagt, Player auf Bayerisch gesagt. ansonsten, nein, ich glaube, dass ich den Motor auch immer ein bisschen überdreht habe. In der Kurve war es ziemlich glatt. Wir haben es aufs Extremste übersetzt und am Querstellen, da dreht der Motor um 700 bis 800 Umdrehungen höher. Und wo ich da hinterm Set war, habe ich gedacht, entweder jetzt oder nie. Und habe dann voll stehen lassen und ich schätze, dass ich da den Motor überdreht habe und somit Motorschaden verursacht habe. Aber ansonsten war es natürlich ein super Renner und ich freue mich für nächstes Jahr wieder. Vorher bist du eher enttäuscht oder doch vielleicht für das erste Mal zufrieden? Ja, das ist, so wie der Tommy schon sagt, hat halt beschissen, wenn es um die Motoren verreist. Und das in der letzten Runde. Nein. Aber dass ich jetzt auf dem dritten Platz mit dem Tommy bin, meine 10. Rennen, ist das eigentlich für mich ganz gut. Warum sich eine Verletzung zugezogen hat, sich heute wahrscheinlich bei diesem Sturz wieder an einem Finger, am Zeigefinger neu verletzt, und er ist jetzt zum Arzt gegangen, und ich denke, das müssen wir also akzeptieren und respektieren, dass er sich da erstmal behandeln lässt an seinem verletzten Finger. Wie sieht's aus mit Karl Keil und Joachim Reck im nächsten Jahr auf ein neues? Selbstverständlich, hat er gesagt. Ja, der Tippi muss ja auch schließlich verteidigt werden. Und wie sieht's aus bei Tommy Kuhnert und Wolfgang Mayer? Wir bleiben nächstes Jahr zusammen. Also dann wird es ja auch im nächsten Jahr sicherlich wieder eine ähnliche Schlacht um den Sieg geben. Dann vielleicht sind auch die Gebrüder Halm, die heute in Pech waren, mit an der Spitze dabei. In der Regel, ganz klar, wenn der Fahrer angestoßen ist von einer anderen, das war 10 Meter Platz innen, wo er angestoßen war. Jetzt folgen nie, das kann ich an Hinterfolgen. Das war 10 Meter Platz. Bitte Ruhe, Moment, bitte. Erlauben Sie Herrn Christensen hier zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Ich möchte Sie bitten, etwas ruhiger zu sein. Danke sehr. Und das steht ganz klar in der Regel, wenn das passiert auf der letzten Runde, das war der letzte Runde in der Rennen, das kann man, da Punkte, muss man die Punkte geben für die Unschuldigen. Und ihn findet eine Nummer 4, Nummer 4 zum Unschuldigen, darum hat die 4 Punkte, dann 3 Punkte gegeben. Das war auf 3 Punkte Platz, wenn das passiert. Ach so ist das. Und das ist alles im Herzen Tag. Ja, vielen Dank, Herr. Ich bin jetzt fertig. Des Weiteren, Herr Christian, sprechen Sie Ihnen ganz eindeutig ab, dass Sie oben vom Turm, Luftlinie, 400-500 Meter, das beurteilen können, ob der Fahrer XY einen Platten hat oder nicht. Korrekt wäre gewesen, wenn Sie hätten den Kurvenbeobachter gefragt, was ist mit der Maschine? Und wenn der nicht gewusst hätte, was, dann hätte man den FDM-Techniker zuhört. Sagen müssen, so lieber Freund, geh hin und schau dir die Maschine an. Und dann hätten Sie entscheiden sollen. Nicht vorher. Sonst kommen wir also nicht weiter. Kann immer nur einer sprechen. Ich darf nun den Jurypräsidenten, Herrn Miroslav Werner aus der Tschechischen Republik, bitten, zu Ihrem Eindruck von der Veranstaltung, der Organisation,
durch den MSCH Winkel einige Worte zu sagen. Waren Sie zufrieden? Gab es Kritikpunkte? Wie ist Ihr Eindruck von diesem Europameisterschaftsfinale? Ich kann sagen, dass der Rennstraße hat sehr gut vorbereitet und die Rennen waren auch gut, sehr gut organisiert. Die kann man Ihnen nur bedanken. Auch für den herzlichen Empfang gestern Abend. Ich bin sehr zufrieden. Ja gut, das hören wir gerne, denn das hat ja auch Gericht, die Stimme von Herrn Werner in der Weltmotorradsportbehörde FIM, und deshalb denke ich, dass die Aussichten gut sind, dass hier in Hasewinkel in den nächsten Jahren wieder mal ein ganz hochrangiges FIM-Prädikat vergeben wird. Ich darf nun die Kollegen von der Presse bitten, noch Fragen zu stellen. Herr Tschichert, bitte aber nicht mehr zu dem Thema, ein anderes Thema, wenn wir... Thema hätte ich doch nach Frage an Herrn Ollierfert. Jetzt ist bitte, bitte. Herr Ollierfert, ich sage es mal, als fairer Sportmann, die Sie ja langjährig sind, wäre es nicht richtiger gewesen, wenn Sie ans Telefon gegangen wären und gesagt, so lieber Herr Schiedsrichter, ich habe eine Platte gehabt, ich habe eine Kettenriss gehabt, da ist die Quere gekommen und der nachfolgende Nummer 11, der Name ist mir jetzt entfallen, konnte gar nicht anders. Also ist die Entscheidung, diese drei Punkte zu geben, nicht richtig. Was sagen Sie bitte dazu? Ja, ich weiß nicht, ob das die Kollegen auch so gemacht hätten wie ich. Gut, das war die Antwort von Josef von Derka. Gibt es noch weitere Fragen? Fragen von den Kollegen der Presse? Kolleginnen und Kolleginnen, Entschuldigung, Frau Gosch. Keine weiteren Fragen mehr? Noch eine Frage, ja, bitte dann. Wir haben hier irgendwas von einem Einspruch gehört, dass in der letzten Runde in den Innenraum gefahren sein soll. Was war da die Begründung, dass der Einspruch abgelehnt wurde? Möchte Herr Christensen oder Herr Werner dazu Stellung nehmen? Information vor, es wurde kein Protest eingelegt. Nein, es wurde kein offizieller Protest eingelegt und damit ist diese Frage vollkommen überflüssig. Also. Gut, danke. Weitere Fragen? Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann darf ich mich bei Ihnen, liebe Gäste, bedanken und bei euch, bei den Fahrern hier am Podium und Karl-Heinz Joachim Reck wünsche ich noch eine schöne Europameisterschaftsfeier. Und den beiden anderen, Josef von Derka, herzliche Grüße an Josef Feigl. Wir hoffen, dass es ihm bald wieder gut geht. Und Thomas Kuhnert und Wolfgang Mayer wünsche ich viel Glück für das nächste Jahr. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, aber im nächsten Jahr, da könnt ihr es ja wieder zeigen.